Werde ich alle drei Schere, Stein, Papier gewinnen? Oh. Noch nicht. Oh. 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 Nochmal Schere. Oh. Nein! Verdammt. Good job, ich bin stolz auf dich. Danke. Oh, Vollkombo. Ja. Oh nö. Evo University. Ich habe bisher jedes Mal gegen die Gates gespielt. Sorry. Aber Nico, dieses Mal dieses Mal hast du mich. Das kriegen wir hin. Ja, okay. So. Okay. Perfekt. Weg mit dem. Holen wir uns die hier. Ich glaube, das ist tatsächlich, abgesehen davon, dass es die kürzeste Buchstaben-Battle-Folge wahrscheinlich wird, wird es auch die, wo in jedem Duell das gleiche passiert. I'm sorry. Es ist halt inconsistent. Ich meine, das ist ja der Sinn vom Deckbau. Ja, ich meine, er hat das gut gebaut, ja, doch. Ja. Er zieht immer wieder die Zauberkarte, das hat er gut gebaut. Das ist schon wild. Also die ist halt auch nur auf 3. So, sinnvolles Polster habe ich halt 9 Karten, die mir was bringen. Mm. Eine von 9, aber dass ich immer auch diese eine von 3 hole, ist schon wild. Ein Krokodil den mit Flügeln. So, jetzt Trigger 1. Und Trigger 2. Weil den hat nämlich auch schon auf der Hand. Das heißt, wir können uns jetzt noch was Neues holen. Stufe 1 auf den Rang 1 XYs. Habe ich leider nicht. Leider, schade. Leider. Ich habe nur noch Evoltile-Monster hier. Tja. I guess einfach trotzdem nochmal den. Hab leider nichts Besseres. So, Lars war besser, habe ich ja festgestellt. Also holen wir uns nochmal Lars. Ja. Oh, Lars. Okay, Nico, zeig, was du kannst. Okay. Das, okay, okay. Das ist viel Text. Ich verstehe, warum der Bibliothek heißt. Bibliothek. Ja. Passend. Okay. Ich glaube, ich mach das einfach mal so. Okay. Wir nehmen übrigens noch nicht mal eine halbe Stunde auf, ne? Also, das ist schon krass. Crazy. Okay. Dann mache ich dich hier. Was ist das? Guter Pendelbereich auf jeden Fall. Okay. Einfach mal eine Special Summon. Bin jetzt. Warum kann ich das jetzt nicht annullieren? Weil ich noch searche. Oder. Aber. Ah, so. Your opponent cannot activate spell, trap card or monster effect when you solve a pendulum. Ach, ja, monster stimmt. Pendulum summons. Ach ja, stimmt. Das war ja von Angelia. Stimmt. Ja. Mhm. Warte, ich bin noch am Überlegen. Ich glaube, du bist. Ich glaube, Christian hat seit 3 Minuten nichts gesagt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Gute Antwort. Kein spannendes Duell. Noch nicht. Mach's mal spannend. Ich bin dabei. Sulfur Court, let's go. Was macht die denn jetzt? Summon, you can add one soul of gold, pendulum, or somatic chant. Nee, das machen wir jetzt mal nicht. Weg. Okay. Nein! Mein Search ist weg. Das ist nicht schlimm. Ich hab noch meine Spellkarte. Der macht das doch bestimmt jetzt nochmal. Die kann ich halt um auch 2 Karten zu ziehen. Aha, das wollte ich nämlich gar nicht, denn ich wollte, ehrlich gesagt... You fall into my spell. okay. Na gut, bist du durch 2 Negates durchgekommen. Bisher. Mein Leid. Aber wir haben nicht genug Angriffspunkte.
Wir haben genug Angriffspunkte. Ja. Once per turn, your opponent activates a card effect. You can special summon one sorcerer called card with an odd pendulum scale. Was heißt odd? Gerade. Ungerade. Nee, odd ist gerade. Nee, even ist gerade. Odd ah, lol. Ungerade. Ach ja, die haben ja dieses komische ungerade-gerade-Gimmick. Macht er. Ja, das ist sehr toll. Fühl ich nicht. Okay. Kannst du erstmal Mega Shirella in Verteidigung drehen gleich, bevor wir es vergessen? Natürlich. Danke. Er hat schon wieder vergesst es. Hey. Ich sehe schon, das Field Spell Negate Theme bleibt. Oh ja. Es ist halt, wir spielen halt tatsächlich gerade ein neues Yu-Gi-Oh! So funktioniert das. Ja, irgendwie schon, ne? Eine legt die Gates hin und das ist so unglaublich. So viele Fields-Fans. Die Schnauze gestrichen voll. Mega Shirella in Death, bitte. Oh, what? Oh, yo, oh mein Gott! Let's fucking go. Danke. Weg. Da hat er ihn. Nice. Ist der Name kombiniert. Ha, der hat auch ein Negate, super. Okay, dann negiert das. Nein. Okay, dann hier das. Du weißt, was du negieren musst. Ich denke schon. Weiß er gar nicht. Ach shit, das war der Falsche. Ach egal. So. Der ist übrigens echt scheiße. Coole Sachen. Nur den, die Target. Achso, nur dann. Oh. Hurra, hurra. Geht nichts los. Wenn man zur Stärke. Achso. Geht los. Oh yeah. Das ist ja schade. Ich hab hier so ein Vergenix-Monster. Ich brauche nur noch einen Birdman. Ich hab keinen Birdman. Der ist essentiell wichtig. Der kann auch Birdman holen, oder nicht? Ja, der kann Birdman holen, das stimmt. Und dafür holen wir den. Ich kann den holen, aber der ist voll shit. Darf ich deine Angelia nutzen? Oder willst du die behalten? Nico? Ich mach weg. Okay. Ich kann nix. Okay. Die. Ja. Ich bin gleich fertig, versprochen. Sieben. Acht. Okay. Normalbeschwörung. Der da. Suchen. Birdman. Normalbeschwörung. Der da. Suchen. Der da. Beschwörst du jetzt normal auf die Gegnerseite, oder? Ja. Nee, jetzt kommt Stufe 8, dann nimmt er sich den Vierer wieder mit Birdman auf die Hand und dann macht er noch irgendwas. Ja. Das ist der Plan. Spannend, ich weiß. Stellt euch das mal in Real Life Duel vor, wie lange das dauern muss. Mit dem ganzen Haus gesucht. Überlegen. Einfach Deck vorher sortieren. So, warte mal. Ich habe noch ein Synchro-Monster. Das ist Level. Ich meine, der wäre Level 9. Und der nichts kann, ist Level 7. Ich habe gerade 4 auf der Hand. Auf 9 komme ich nicht. Ich mag den Level 7. Okay, dann nehmen wir den Level 7. Ja, geh nix und so. Kommen wir an dem Fusionsmonster überhaupt vorbei? Nö. Oh, warte, der hat einen Effekt. Ich habe ihn mit einem Feuer- und einem Lichtmonster beschworen. If this card is twice a monster by battle, inflict damage to your opponent equal to the attack. Und light once per turn, you can select one light monster in the graveyard, special summon and face down defense position. Wow. Cool, ne? Aber ja, wir kommen nicht drüber, nö.
Nö, okay. Aber ich kann ein Lichtmonster, ich will nur 1 bis 6 schaffeln. Und dafür schieße ich eine. Wieso kann ich die Field Spell nicht schießen? In Spell and Trap Zone. Ach, Entschuldigung, Nico. Hey. I'm sorry. Ja, und dann, darf ich angreifen? Was passiert da? Nein, das war nicht kaputt. Mit 1600 und weniger ATK. Die Spell ist weg, ja! So, nein, Effekt! Nicht die 100 Schaden! Boom! Take that! aber ja, über das Fusionsmonster komme ich tatsächlich nicht rüber. Okay. Das ist ein Problem. Vielleicht kriege ich das hin. Ich habe mein Bossmonster ist bei 4000 ATK. Manchmal ist ATK der Out. Der kann nur Monster-Effekte negieren, der Zero, ne? Ich glaube, der kann alles negieren. Nee, der kann Monster-Effekte nur negieren. Dann aktivieren wir ihn jetzt schon mal, weil du mir den sonst gleich negierst. Ich glaube, ich will sogar den. Das dritte Duell ist tatsächlich das Spannendste, weil ihr ein Out habt. Ein Monster mit mehr als 3100 Angriffspunkten. Ja. Ja, das ist Renner in dem Fall früher. Tatsächlich der Out. Und das war da, bevor die ganzen Negates da waren. Also der Assault Mode kann, when a card or effect is activated, quick effect, you can tribute this card. Ja, der negiert alles. Was? Der negiert alles. Ja, der kommt da doch immer wieder, der ist halt echt strong. Ja, die Frage ist, ich verstehe. Okay. Na gut, dann muss ich jetzt erstmal. Halt! In die Battleface. Ergenix Turing! Oh no. Ist der Turing-Text? Jetzt beschwöre ich ein Genix Synchromonster in eurem Zug. Und zwar die Eisenbahn. Und darf damit ein Monster klauen. Können wir das ist kein Target. Das ist kein Target. Ich kann nicht verlieren. Ah, oh, wie cool. Holy shit. Es hat alles so geklappt, wie Rank 10 Yu-Gi-Oh! Gesagt hat. Wait, du hast da ein Video zugeguckt? Hey, das hatte ich vor Monaten gesehen. Das ist verboten! Gegen die Regel! Hä, wieso? Das Video habe ich schon vorher gesehen. Alles gut, das war ein Scherz. Okay. Hast du nicht meine Stimme gehört? Doch, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen, dass ich nicht gegen die Regel gebrochen habe. Alles gut. Ich hätte Genix sonst gar nicht ausgewählt, hätte ich das nicht erfahren, dass der Genix Link Monster so gut ist. Kriegen wir das wieder? Nee, ne? Nö. Das ist super schade. Nö. Ja, hey Nico, ich hab mal Out gefunden. Hey, ich hab immer noch. Ich glaube, all meine Karten sind weg. Ja, aber du darfst meine benutzen. Dein Fusionsmonster ist gar nicht so gut. Nee. Das ist so oldschool, so dieses, dass man nur Sachen negieren kann, die targeten. Du weißt, dass dieses Fusionsmonster ziemlich neu ist. Ja, deswegen finde ich es komisch, dass er nur so, dass er so scheiße ist. Dass er noch diesen Uralt-Effekt hat. Ach so. Warum hat er nicht, wenn du your opponent activates a card or effect? Ende. Ja, die kleine negieren und hol dann die anderen. Fusionsmonster. Hey, sobald was? Ich wieder. Die kleine Fusionsmonster annullieren und hol dann den nächsten. Und irgendwann kommt dann der große. Der am schlechtesten ist vom Effekt. Ja, aber dafür kann er es dreimal machen, glaube ich. Morrigan. Yay. Was ist das für ein broken Feld? Ich hab. Nur Monster in die Backline. Das sind die Cheerleader von dem Feld. Die habe ich gleich gestellt. Oh yeah. So ist es. Yeah, 300. Ja, ne? Boah, stell dich mal vor, jetzt ein Dark Ruler No More und dann Raigeki. Ja. Oh, einmal darfst du die aktivieren.
dieses Video. Cool. Nein, du kannst nicht aber die Regeln brechen, dass wir Field Spells nicht negaten. Okay. Gib dir nochmal die Chance. Ich hab auf Bennett gehört, es tut mir leid. Es tut mir leid, es war auch erst Joke gemeint. Ja, ja. Hallo. Der ist so dumm stark. Ja, das war auf jeden Fall der Negate-Spieltag. Ja, das denke ich auch. Ja. Ja, bringen wir es hinter uns. GG. Oh, wait, 50. Wenn wir 50 nehmen. Ja, nee, dann können wir nicht mehr gewinnen. Okay. Alles klar. Ja, das war's beim Buchstaben-Battle. Das war, ich glaube, das kürzeste, was wir je gemacht haben. 40 Minuten. Entspannt. Negiert. Der ganze Spieltag wurde negiert. Das YouTube-Video wurde negiert. Die anderen zwei YouTube-Videos wurden uns negiert. Also die Einnahmen werden auch negiert. Aber auch die Werbung, hey. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder beim Buchstaben-Battle. Bis dahin, tschüss. Tschüss.